Die NBA Finals sind zu Ende, das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Sommerpause da ist. Die NBA ist ein 24-7-Business, 12 Monate im Jahr, 365 Tage und diese Woche steht das nächste aufregende Ereignis an. Denn der NBA Draft 2022 ist gar nicht mehr so lange hin, am 23. Juni ist es endlich soweit, dann wissen wir, welche Talente an welcher Position von welchem Team ausgewählt werden. Die Draft Lottery war ja schon vor einigen Wochen, wir wissen also schon, dass die Orlando Magic den ersten Pick haben werden, die Oklahoma City Thunder den zweiten und die Houston Rockets den dritten und so weiter. Nun gilt es also, ein bisschen mal über diese Talente, ihren Hintergrund, die Stärken und Schwächen zu erfahren und ich habe mir gedacht, warum nicht mal ein paar Scouting-Reports machen. Nachdem ich mir in den letzten Tagen und Wochen parallel zu den NBA Playoffs eine Menge Tape der Draft Prospects reingezogen habe, habe ich mir einiges an Draft-Stuff für die kommende Zeit vorgenommen. Es werden nämlich zuerst ein paar detaillierte große Scouting-Analysen zu den Top-Talenten des Jahrgangs kommen, das Video heute wird den Anfang machen. Dann werde ich kurz vor dem Draft einen Lottery-Mock-Draft machen, eventuell auch nur über die Top 10 und wenn wir einmal in Draft-Stimmung sind, dann wird es auch den ein oder anderen Redraft geben, davon gab es ja schon in der letzten Offseason ein paar Folgen. Nun gut, dann wollen wir mal und den Anfang dieser kleinen, aber feinen Videoreihe soll Chet Holmgren machen, 20 Jahre alt, welcher in seiner einzigen College-Saison für die Gonzaga Bulldogs gespielt hat. Im Durchschnitt legt er dort 14 Punkte, 10 Rebounds und knapp 4 Blocks pro Spiel auf, wurde zum West Coast Defensive Player of the Year und Newcomer of the Year gewählt. Im April meldet er sich dann für den NBA Draft 2022 an und für viele Experten ist er einer der Favoriten auf den ersten Pick. Holmgren ist 2,18 Meter groß und wiegt 88 Kilo und diese physischen Attribute an beiden Enden des Extrems sind natürlich auch gleich das erste Merkmal, was vielen auffällt. Chet ist extrem groß, extrem dünn und aufgrund dieses ersten Merkmals konnte er auf dem College dominieren und trotz des zweiten konnte er dominieren. Denn auf eine gewisse Art und Weise ist Chet Holmgren ein Prospect, welches wir so noch nicht gesehen haben. Denn diese Kombination aus Shooting, Ballhandling, On-Ball-Shot-Creation-Skillset, Finishing am Korb, Perimeter-Defense und Shot-Blocking ist nicht nur einzigartig in diesem Jahrgang. Holmgren bewegt sich wie ein Spieler, welcher 10 cm kleiner ist, er dribbelt wie ein Guard, wirft wie ein Wing, spielt Perimeter-Defense und kann trotzdem auch der defensive Anker eines Teams in Korbnähe sein. Auf seine körperliche Limitation zu schauen ist einfach, aber geht man einen Schritt weiter, sehen wir Ansätze eines Generational Talents. Starten wir doch erst einmal mit ein paar der Stärken von Holmgren und natürlich müssen wir damit seine absurden Defense anfangen. Es ist diese Kombination aus übermenschlicher Armlänge und einem Spielgefühl, sozusagen defensiven Instinkten, die man nicht erlernen kann. 7 Spiele alleine in dieser Saison mit 5 oder mehr Blocks, der beste Rim Protector und Shotblocker auf dem College Level. Er wird sehr schnell zu den besten Drop Defendern der NBA gehören, könnte schnell einen ähnlichen Impact wie einen Evan Mobley haben, ein Spieler, mit dem man Chet, denke ich, sowieso ziemlich gut vergleichen kann. Diese Fähigkeiten abzusinken und gleichzeitig den Korb zu beschützen, Floater und selbst Jumper zu contesten, den Rollman nicht hinter sich zu lassen und die Passing Lanes im Screener so klein wie möglich zu machen, ist einmalig in diesem Draft und unglaublich selten in der NBA. Chet machte Raum unfassbar schnell wieder gut, erinnerte häufig an einen jungen Anthony Davis und mit jung meine ich den AD bis 2020. Und es sind nicht nur die Rim Protection und Shotblocking Skills, die Holmgren auszeichnen, sondern auch die Fähigkeiten auf der 4 bzw. weiter draußen zu spielen. Die Cavaliers haben es mit Mobley vorgemacht, mehrere Bigs gleichzeitig auf dem Parkett stehen haben zu können und das sollten die Magic, sollten sie Chet nehmen, was ich für sie hoffe, ebenfalls können. Wenn du so groß bist, dann solltest du nicht so schnell, mobil und leichtfüßig sein, so switchbar selbst gegen kleinere Guards mit diesen Recovery-Fähigkeiten. Holmgren kann jede defensive Rolle übernehmen, selbst über einige Screens hat er sich in den letzten Monaten schon erfolgreich herumgekämpft. Er kann der primäre Rim Protector bzw. Anker einer elitären Defense sein, er kann als Weakside Lowman agieren und die Blocks einfach jagen, egal wo du ihn einsetzt, der Impact wird gewaltig sein und das Ceiling einer jeden Defense wird mit ihm in die Höhe schießen. Ich sehe hier einen Spieler mit den Anlagen eines Generational Talents am defensiven Ende, jemand, der wenn er so weitermacht auf dem Weg ist, Jahr für Jahr ein Anwärter für eines der beiden All-Defensive Teams zu sein und selbst den Defensive Player of the Year. Zumal Chet eben auch ein so ziemlich überragender Rebounder ist und das nicht nur aufgrund seiner offensichtlichen Größenvorteile gegen so ziemlich jeden anderen Spieler. Sein defensiver Einsatz, der Hustle, die Bereitschaft sich für sein Team zu opfern, diese Mentalität, dass Possessions wirklich erst zu Ende sind, wenn man den Ball gereboundet hat, all das verkörpert Chet Holmgren. Er ist nicht nur der größte, geskillteste und begabteste Spieler auf dem Parkett, er spielt auch noch mit am härtesten und das ist eine außergewöhnliche Kombination. Soviel also zu seinen defensiven Stärken, kommen wir doch mal zu seinen offensiven und diese sind nicht weniger beeindruckend. Holmgren ist ein 2,13 Meter großer Spieler mit Ballhandling, Passing und Shooting Skills, aber starten wir doch mal mit letzterem.
Der 20-Jährige traf fantastische 39% seiner drei auf dem College-Level, bei nicht wenigen Versuchen 45% in der Zeit vom Dezember bis zum NCAA-Tournament. Das können Catch-and-Shoot-Dreier sein, beispielsweise aus Pick-and-Pop-Situationen, und diese Würfe werden in der NBA immer da sein, aber auch Dreier aus dem Dribbling, vorzugsweise wenn er in Transition den Ball vorträgt. Chats Wurfform ist flüssig und sauber, schnell, lässt sich so gut überhaupt nicht blocken und sollte meiner bescheidenen Meinung nach auch sehr gut auf das NBA-Level übertragbar sein. Wir haben ja auch gerade über die Transition geredet, dort kommen seine fortgeschrittenen Ballhandling-Skills am besten zum Vorschein, wer den Ball vorträgt und dann selber zur Arbeit geht, davon sollten wir auch in der NBA jede Menge sehen. Es gibt nicht viele Spieler seiner Größe mit solchen Handles, mit denen er auch im Halbfeld vor allem langsamere, wenig mobile Gegenspieler, am besten Bigs aus dem Dribbling attackieren kann. Holmgren hat ein paar schwer zu stoppende Moves im Arsenal, am liebsten packt er den Spin-Move aus, in der Länge macht das dann fast unaufhaltsam. Auch sein Touch am Korb ist der absolute Wahnsinn, mit beiden Händen, er kann in der Zone easy hochprozentig abschließen, selbst wenn es keine Dunks sind, Holmgren traf ihre 80% seiner Versuche am Korb in der letzten Saison. Aber auch diese Dunks gibt es ohne Ende, sei es selber aus dem Dribbling in der Transition, oder wenn Holmgren abrollt, oder wenn er Closets attackiert, oder wenn er am Dunkerspot positioniert ist. Und er ist super aktiv auch an den offensiven Brettern, dieser Hustle bezieht sich natürlich nicht nur auf seine Defense. Chet ist zwar kein Post-Up-Monster, kann Mismatches aber auch trotzdem dort bestrafen und er ist ein sehr guter Passspieler. Niemand, der am laufenden Band Freiwürfe für die Kollegen kreiert, aber jemand, der wirklich Plays machen kann, Vorteile erweitert, ein gutes Verständnis von gegnerischen Defenses und wie man diese schlägt hat und der schnell zu den besseren Short-Roll-Playmakern in der Liga gehören könnte. Also auch offensiv, ohne irgendwelche größeren Schwächen, ein vielseitiger Spieler, welcher mehrere Positionen bekleiden kann und in egal welche Rolle ein Plus für sein Team sein sollte. Reden wir im zweiten Teil des Videos aber mal über seine Schwächen, denn die hat er natürlich auch, niemand, erst recht kein 20-jähriger Basketballer ist perfekt. Das erste Problem ist natürlich schnell offensichtlich und es ist der größte Kritikpunkt, den viele Leute an ihm haben, und zwar, dass er so dünn ist. Nun, es ist die eine Sache, das als Ursache für ein paar seiner Probleme anzuführen, die er auf dem Parkett hat, das werde ich auch gleich machen. Es ist aber eine andere, das als Grund zu nehmen, dass man langfristig an ihn und sein Potenzial glaubt. Der Dude ist 20, kein Körper irgendeines Sportlers ist mit 20 fertig. Sicherlich hat er da noch eine Menge mehr Arbeit als die meisten anderen Prospects, aber daran kann man arbeiten und dass er jetzt schon ohne diese Physis so dominant ist, sollte eigentlich zeigen, was er für ein Talent ist. Aber wie schränken ihn diese physischen Nachteile denn bisher eigentlich so ein? Nun, zuallererst mal als Defender gegen große, schwere Typen, speziell wenn sie mit dem Rücken zum Korb agieren. Er lässt sich halt ziemlich einfach rumpushen und daraus könnten NBA-Center zu Beginn seiner Karriere wirklich Kapital schlagen. Und noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass er zu häufig auf Pumpfakes anbeißt und schnell in die Luft geht, aber auch daran kann man eigentlich easy arbeiten. Nun, offensiv spezielle Schwächen zu finden ist schwer, das wären dann eher so bigger picture Fragezeichen, was aber auch mit der Position zu tun hat. Wenn du einen Spieler an Position 1 im Draft ziehst, dann möchtest du eine erste Option der Offensive, einen Franchise-Spieler. Allerdings als Big Man eine erste Option der Offensive zu sein ist schwer, wir haben da gerade mal drei Teams in der NBA und das sind alles crazy gute Center, Embiid, Jokic und Towns. Nicht einmal Prime Anthony Davis war die erste Option eines Contenders gewesen, weil es einfach super schwer ist und diese Bigs elitäre Advantage Creation Skills mitbringen müssen. Jokic zum Beispiel ist der beste Passing Big Man ever, Embiid ist der beste Post-Up Big Man der NBA, welcher mittlerweile auch ein elitärer Playmaker ist. Und Towns ist womöglich der geskillteste Shooting Center jemals. Und da frage ich mich, wo ist der elitäre On-Ball Creation Skill von Holmgren? Die Ansätze bei den Post-Ups sind da, aber können wir uns da wirklich sicher sein? Eher nicht. Er ist ein guter Passspieler, aber so gut mal der primäre Passspieler einer guten Offensive zu sein, ich weiß es nicht. Pull-Up-Shooting, er kann es, aber auch hier bevorzugt er eher Spot-Up-Jumper. Deswegen baue ich meine Offensive generell auch lieber um einen Wing mit Point-Guard-Skills, ein Doncic, Tatum, Zion, wenn er gesund ist, oder Cunningham. Du musst als Big Man schon außergewöhnlich crazy gut als On-Ball-Creator sein, um die erste Option der Offensive zu sein. Das kann man natürlich bei Holmgren nicht ausschließen, aber dieser eine große Skill schreit uns bisher noch nicht so wirklich an und ruft, hier bin ich. Und trotzdem ist für mich der erste Pick im Draft, im letzteren wäre es aber glaube ich nicht gewesen. Am Ende überzeugt mich dann dieses Generational Defensive Talent und das unfassbar vielseitige und seltene offensive Skillset von Chet. Manchmal sollten wir die Prospects so einfach überdenken, wie ich finde. Wenn ich Orlando wäre, dann nehme ich ihn an 1, dazu habe ich später mehr im Mock Draft, welcher dann auch vor dem Draft erscheint.
Was haltet ihr von Chad Holmgren? Schreibt es mir immer gerne unten in die Kommentare. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.